Guten Tag und herzlich willkommen zum Testcheck. In Kuon für die PlayStation 2 wird die gute alte Spukhaus-Grusel-Thematik ins antike Japan verlegt. In Gestalt einer jungen Priesterin versucht ihr den Grund für eine plötzliche Geisterinvasion zu finden. Die Thematik ist nett, die Geschichte durchaus interessant, aber das Spiel läuft nicht nur unheimlich langsam ab. Jetzt habe ich gerade mal auf den Rennknopf gedrückt, hilft aber auch nicht wirklich, sondern leidet auch noch unter einer extrem schwammigen Steuerung. Obwohl die Hauptdarstellerin einige magische Tricks drauf hat und in der Lage ist, Gegner zu verprügeln, will sich anstatt einer gepflegten Gänsehaut eher ungepflegtes Gähnen einstellen. Denn gegen das Schlaftablettentempo von Kuon ist selbst Silent Hill 4 ein Hochgeschwindigkeitsabenteuer. Da Kuon zwei Hauptdarstellerinnen besitzt, müsst ihr die Storyline mit beiden Heldinnen bis zu einem bestimmten Punkt durchspielen. Oh, jemand klopft an die Tür. Ich fühle Anschein hinter der Tür. Andere Route wäre besser. Anderes Spiel wäre besser. Aber wo war ich genau? Da Kuon zwei Hauptdarsteller besitzt, müsst ihr die Storyline mit beiden Heldinnen bis zu einem bestimmten Punkt durchspielen, um dann das finale dritte Kapitel freizuschalten. Leider spielen sich die beiden Geschichten fast identisch. Zudem wiederholen sich die Schockelemente in Kuon ständig. Wer nach einem atmosphärischen Horrorspiel sucht, sollte Kuon im Regal stehen lassen und sich dafür lieber Silent Hill 2 oder 3 ins Haus holen. Dann klappt's auch mit den Albträumen. Der dicke, grüne und sehr vielschichtige Oger Shrek ist zurück. Und zwar in Shrek Super Slam, das für die Xbox, die PS2 und den Gamecube erscheint. Im Bild seht ihr die PS2-Version. In 4 verschiedenen Spielmodi tretet ihr mit insgesamt 20 Charakteren aus dem Shrek-Universum an, um euch in 16 Levels auf familienfreundliche Art und Weise gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Anstatt einfach nur ein klassisches Prügelspiel hinzuzaubern, haben sich die Entwickler vom Dreamcast-Klassiker Power Stone inspirieren lassen. Das bedeutet, ihr kämpft mit 2 Spielern gleichzeitig in einer Arena und versucht möglichst viele Punkte einzufahren. Es gibt 2 Schlagvarianten, die Figuren können hopsen und wenn eure Slam-Anzeige aufgefüllt ist, lasst ihr nette Special-Moves vom Stapel oder setzt extra Waffen ein. Mir hat's ganz gut gefallen, wer Lust auf eine kunterbunte Knuddel-Bonbon-Balgerei hat, macht bestimmt nichts verkehrt. Hier seht ihr jetzt Matrix Path of Neo, das für die Xbox und die PS2 erscheint. Im Bild seht ihr gerade die PS2-Version. Path of Neo gibt Fans endlich die Möglichkeit, in den Flattermantel des Auserwählten zu schlüpfen und ohne Ende Gegner zu verprügeln und coole Stunts hinzulegen. Damit das klappt, benötigt ihr eigentlich nur 2 Knöpfe und könnt die wildesten Bullet-Time-Verrenkungen auf den Bildschirm zaubern. Im weiteren Verlauf des Spiels bekommt der Auserwählte dann auch neue Talente wie Telekinese. Leider hat das Kampfsystem eine Schwäche. Es gibt keine Zielfunktion, weswegen man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, in alle möglichen Richtungen zu prügeln und zu hoffen, dass man jemanden trifft. Wer damit klarkommt und sich an den mies inszenierten Schleich- und Rätselsequenzen nicht stört, dürfte mit Path of Neo durchaus Spaß haben. Mich hat's jedenfalls, soweit ich es gespielt habe, ganz gut unterhalten. Hier sind wir jetzt bei Kaido Racer von Konami für die PlayStation 2, bei dem es sich offensichtlich um ein Rennspiel mit starken Gran Turismo-Anleihen handelt. Mit anderen Worten, nichts für Henry. Immerhin gibt es einen großen Fuhrpark mit über 150 lizenzierten Fahrzeugen. Selbstverständlich dürft ihr eure Schlitten nach Herzenslust tunen und euch im Karrieremodus zum 800 Milliardsten Mal vom kleinen Underground-Fahrer zum professionellen Rennfahrer hocharbeiten. Die unzähligen Events sind dabei in Tag- und Nachtwettbewerbe aufgeteilt. Die am Tage stattfindenden Begegnungen sind offizielle Wettbewerbe, bei denen ihr Preisgelder und neue Fahrzeuge verdient. In der Nacht tretet ihr für Ruhm und Ehre gegen andere tuning-verrückte Fahrer an. Jetzt wird's magisch. Im Bild seht ihr die Xbox-Version von Harry Potter und der Feuerelch, sozusagen ein Spiel zu einem Film zu einem Buch. Ich werde mich jetzt mal outen, ich bin der wahrscheinlich einzige Mensch auf diesem Planeten, der noch nie einen Harry Potter-Roman gelesen hat. Und dementsprechend würde ich mich jetzt unheimlich gern über bestimmte Dinge wie bunte, herumspringende Bohnen und dämliche Sprachsamples lustig machen. Aber ein gewisser Chefredakteur einer gewissen Zeitschrift, die ihr euch gekauft habt und für die ich arbeite, ist ein ziemlich großer Harry Potter-Fan, weswegen es wohl mit der Lästerei nichts werden wird. Ihr könnt zu Beginn zwischen 3 Charakteren
wählen. Ich habe mich natürlich für den Auslöser des Oh, auch meine Kinder müssen unbedingt eine Harry-Potter-Brille, einen völlig überteuerten Kunststoffzauberstab und einen schwarzen Spitzenhut tragen Trends entschieden. Wie ihr seht, kreist die bunte Springbohnenwelt von Harry und seinen zauberhaften Spielgefährten gerade mächtig in der Schüssel. Obermufti Voldemort möchte den Laden nämlich übernehmen und greift mit allerlei grünen und blauen Spezialeffekten an. Außerdem hat er noch seine Häscher, die sogenannten Mitesser oder Todesser, ausgeschickt, die kleine quakende Kreaturen auf Harry und seine Kumpels loslassen und ihm ab und zu auch gern mal einen Baumstamm vor die Füße semmeln. So wie ihr es hier gerade seht. Natürlich könnt ihr euch mit diversen Zaubertricks zur Wehr setzen und müsst bei kleineren Problemen eure Zauberkräfte bündeln, um Felsen aus dem Weg zu räumen oder besondere Gegner zu vernichten. Technisch hat mir der Feuerelch sehr gut gefallen. Das Spiel bietet auf allen drei Systemen nette Effekte und schicke Texturen. Und es macht Spaß, auch wenn man noch kein Harry Potter Buch gelesen hat. Allerdings behauptet ein gewisser Chefredakteur, das Spiel hätte das ach so tolle Harry Potter-Universum durch den MTV-Reißwolf gedreht. Man kann es eben nicht allen recht machen, gell? Sie sind überall! Jetzt sind wir in der abgedrehten Welt der Psychonauts auf der PlayStation 2 gelandet. Psychonauts versetzt euch in die Rolle des kleinen Rasputin, der ein Psychonaut werden will. Diese Spezialisten haben die Fähigkeit, in die Hirne anderer Menschen einzudringen und dort für die geistige Freiheit zu kämpfen. Hier sind wir gerade im Kopf eines gewaltigen und unglaublich hässlichen Lungenfischs namens Linda unterwegs und versuchen in bester Godzilla-Manier einen Sendeturm zu zerstören. Die drei Symbole, die ihr am rechten Bildschirmrand seht, stehen für Rasputins spezielle Fähigkeiten. Ihr könnt Plasmastrahlen verschießen, riesige Sprünge machen, Gegenstände per Pyrokinese in Brand setzen oder durch die Augen anderer Spielfiguren sehen. Der abgedrehte Humor des Spiels kommt übrigens nicht von ungefähr, denn Tim Schäfer, der schon an Granaten wie Grim Fandango oder Full Throttle mitgearbeitet hat, hat ebenfalls an Psychonauts mitgewirkt. Wer abgefahrene und abgedrehte Action-Adventure-Jump-Run-Mischung mag, sollte Psychonauts eine Chance geben. Wer die Wahl hat, greift lieber zur Xbox-Version, die der hier gezeigten PS2-Version in technischer Hinsicht überlegen ist. Erinnert sich noch jemand an Phantom Crash für die Xbox? Das war ein leider etwas untergegangenes Mech-Spiel, bei dem sich der Spieler im Cockpit eines Roboters durch verschiedene Wettbewerbe ballern musste. Da Phantom Crash leider nur wenige Fans gefunden hat, nimmt das Spiel jetzt unter einem anderen Namen auf einer anderen Plattform, nämlich der PlayStation 2, einen neuen Anlauf. Das Teil nennt sich jetzt Steel Lancer Arena International und versetzt euch abermals in die Rolle eines Mech-Piloten, der die Top-Piloten von insgesamt 7 Städten herausfordern und besiegen muss, um der beste Rumbler des Planeten werden zu können. Egal, ob ihr den Story-Modus, den Online-Modus oder den Quick-Battle-Modus wählt, irgendwann findet ihr euch in einer Arena wieder und gebt entweder computergesteuerten oder menschlichen Gegnern Saures. Die Steuerung der Mechs ist sehr gut gelungen, die Grafik passt auch und die Action, besonders in den höheren Klassen, ist sehr brachial. Für gewonnene Wettbewerbe erhaltet ihr Kohle, mit denen ihr entweder neue Roboter oder neue Teile für eure alten Roboter kaufen könnt. Steel Lancer Arena International kann mit bis zu 2 Leuten an einer Konsole und mit 6 Leuten online gezockt werden. Mir hat's ganz gut gefallen, aber ich habe mir ja im Gegensatz zu den meisten von euch da draußen auch Phantom Crash gekauft. Zum Abschluss gibt's noch ein weiteres Spiel zu einem Film, zu einem Buch, und zwar Chronicles of Narnia. In dem Action-Adventure, das sich vornehmlich an jüngere Spieler richtet, erlebt ihr die Abenteuer dreier Geschwister nach, die es in das magische Land Narnia verschlagen hat. Jede der Spielfiguren verfügt über individuelle Talente, die ihr geschickt einsetzen müsst, um die Level zu meistern. Zu diesem Zweck könnt ihr jederzeit zwischen den einzelnen Spielfiguren wechseln. Neben kleineren Rätselaufgaben erwarten euch in Narnia natürlich auch noch jede Menge Raufereien mit Fantasy-Gestalten oder Wölfen. Wenn einem langweilig ist, kann man auch mal ein Fass verprügeln. Narnia erscheint für die Xbox, den Cube und die PS2 und bietet auf allen drei Systemen solide Unterhaltung für junge Abenteuerfreunde. Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache. Nein, ich habe die Sache mit den Bildern und dem Grinsen nicht vergessen. Ich bin nur wegen des Vorweihnachtsstress einfach noch nicht dazu gekommen, das ganze Zeug auszuwerten und auf DVD zu packen. Das wird nachgeholt, versprochen. Da dies der letzte Testcheck vor Weihnachten ist, wünsche ich euch auch im Namen der gesamten Redaktion tolle und besinnliche Weihnachtsfeiertage, fette Geschenke und jede Menge Spaß. Macht's gut, wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wieder.